Wenn man im Süden von Frankreich unterwegs ist, darf ein Abstecher auf gar keinen Fall fehlen. Das haben uns auch ganz, ganz viele von euch geschrieben. Und dieses Mal können auch wir nicht widerstehen. Deswegen sind wir heute hier an der Verdun-Schlucht. Die Verdun-Schlucht gilt als der Grand Canyon Europas und ist eine der tiefsten Schluchten des gesamten Kontinents. Bis zu 700 Meter geht es in die Tiefe und unten im Tal schlängelt sich der Verdun mit seinem türkisblauen Wasser durch. Wir haben es noch nicht gesehen, aber wir freuen uns schon mega drauf. Und wir starten mit einem Roadtrip entlang des Canyon und wollen später noch mit dem Kajak durchfahren. Yay, los geht's! Wir beginnen unsere Erkundung der Verdun-Schlucht auf einem kostenlosen, offiziellen Wohnmobilstellplatz in fußläufiger Entfernung zum Stausee Lac de Sainte-Croix, in dem der Verdun-Fluss endet. Hier darf man 48 Stunden stehen und es ist ein hervorragender Ausgangspunkt für eine Tour einmal komplett rum um die Schlucht. Es gibt sowohl südlich als auch nördlich von der Schlucht Straßen, die sich zu befahren lohnen. Hervorheben wollen wir aber vor allem die Kammlinienstraße Route de Crête. Ein rund 23 Kilometer langer Rundweg mit ganz, ganz vielen beeindruckenden Aussichtspunkten am nördlichen Rand der Schlucht. Wichtig dabei ist, dass die Route nur im Uhrzeigersinn komplett befahren werden kann, da sie in Teilen einspurig ist. Bevor wir die Route Crête fahren, machen wir uns aber erstmal auf den Weg vom Süden in den Norden am Stausee vorbei. Flip-Flop, ich glaube es hackt. Sieht mega geil aus. Ja. Ja, so kann es gerne weitergehen. Ja, wir sind jetzt hier an der Abzweigung zur Route de Crête. Ganz wichtig, die kann man nur im Uhrzeigersinn fahren. Also man kann sie auch gegen den Uhrzeigersinn fahren, aber dann kommt man nicht ganz rum, denn Teile der Route de Crête sind eine Einbahnstraße, weil die Strecke einfach so super schmal ist, also im Uhrzeigersinn. Schon auch ein cooles Gefährt. Ganz schön viel Bodenfreiheit.
fuck. Oh, scary, ey. So ein Känguru. Ja, ich wollte. Man kann die Dimensionen gar nicht wirklich übermitteln, glaube ich. Es ist so wahnsinnig groß. Ich glaube nicht, dass es auf der Kamera wirklich rüberkommt. Wir fühlen uns auch so ein bisschen an den Blyde River Canyon in Südafrika erinnert. Da sah es ein bisschen ähnlich aus. Ja, ist schon wahnsinnig cool. Ja, das war der Rundweg Route de Crête. Da sind wir jetzt einmal rum und das war sehr, sehr schön. Mhm. Und jetzt fahren wir ja nördlich der Schlucht noch komplett bis Osten und dann im Süden komplett wieder zurück. Da soll es auch nochmal sehr schöne Aussichtspunkte geben.
Die gibt es, aber im Video zeigen wir euch jetzt nur ein paar davon, denn sonst würden wir hier in 2 Stunden noch sitzen. Außerdem empfehlen wir euch sowieso, die Tour irgendwann einmal selbst zu fahren. So, wir sind jetzt am Stellplatz für die Nacht angekommen, an einem anderen, als wir letzte Nacht übernachtet haben, denn der war tatsächlich komplett voll. Da war gar kein Platz mehr zu kriegen. Deswegen sind wir jetzt einfach hier ein bisschen um den See rumgefahren und stehen jetzt am Straßenrand. Das ist vollkommen fein. Wir waren ganze 7 Stunden unterwegs, ein bisschen über 7 Stunden. Wahnsinn, wie sich das gezogen hat. Das hat sich gar nicht so angefühlt. Aber ja, mit all den Stops und Fotos, was auch immer wir gemacht haben, ja, hat das einfach so lange gedauert. Damit ist es jetzt definitiv zu spät, um jetzt noch Kajak zu fahren. Das heißt, das machen wir morgen früh. Und dafür hole ich einen alten Trick aus der Kiste, nämlich Schnipp. Und jetzt haben wir den nächsten Tag. Es geht los zum Kajakfahren. Endlich das neue Spielzeug ausprobieren. We'll be right back.
der Verdun-Schlucht Kajak zu fahren, macht richtig Spaß. Es ist zwar immer viel los, wenn das Wetter hier gut ist, aber die schier unglaubliche Türkisfärbung des Wassers und die wahnsinnig imposante Schlucht lassen einen den Blick schnell von den anderen Mitpaddlern abschweifen. Die Natur hier rund um die Verdun-Schlucht ist wirklich schön. Das Wasser ist übrigens nicht zu kalt und lädt an diesem warmen Tag Anfang Juni definitiv zum Baden ein. Leider kann man jedoch nur ein paar hundert Meter in die Schlucht hineinpaddeln. Das lohnt sich allerdings allemal. Und wir haben für den Rückweg den Turbo eingelegt. Die Kajaktour war aber noch nicht unsere letzte Aktivität hier an der Verdun-Schlucht. Und auch euch würden wir empfehlen, ein bisschen Zeit einzuplanen, um noch das Folgende zu machen. Hier in der Gegend gibt es aber nicht nur die Verdun-Schlucht und den Stausee zu sehen, sondern auch ein paar schöne kleine Dörfer. Und eins davon, Moustier, schauen wir uns jetzt auch an. Du machst es weg jetzt. Ja, mach ich doch. Nee, du filmst. Da hat Tina sich einfach schön angezogen, ne? Also nein, Tina sieht sich immer schön an. Da war ein Kleidchen angezogen. Okay, kannst du das bitte wegmachen. Jetzt wurde sie von einem Vogel angekackt. Oh, das bringt Glück, Bibi. Das ist ganz eklig. Das bringt Glück. Immer ich. Ja, das stimmt überhaupt nicht. Das letzte Mal wurde ich angekackt. Weißt du noch, in Schweden? Ja. Mit einem Riesenflatschen auf dem Kopf. Ja, ja, das weißt du noch, ne? Ja. Das letzte Mal war ich dran mit einem Riesenflatschen in Schweden auf einer Brücke und zwar direkt auf den Kopf. Also Tina darf sich nicht beschweren. Ultra schön hier. Schön. Thank you.
Es ist sehr, sehr schön hier. Sehr, ja, süß einfach. Einfach schön. Deux baguettes, pour vous voir, s'il vous plaît. Ne? S'il vous plaît. Ja, das war nochmal ein richtig toller Abschluss hier für unsere Tour rund um die Verdun-Schlucht. Und ja, auch so ein bisschen ein Abschied, nicht nur aus der Provence, sondern aus ganz Frankreich. Denn morgen früh werden wir uns jetzt endgültig auf den Weg nach Spanien machen, so wie wir es angekündigt hatten. Jetzt gleich zeigen wir euch noch diesen Stellplatz, auf dem wir gerade stehen. Der ist nämlich richtig, richtig cool. Ein totaler Zufallstreffer mit einem wahnsinnigen Blick auf den Stausee. Das kommt gleich noch, aber erst ja, verabschieden wir uns schon mal, würde ich sagen. Genau, wir hoffen, ihr hattet ein bisschen Spaß mit uns hier durch Frankreich zu kurven. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt ihm doch gerne ein Like. Und wenn ihr wissen wollt, wie es mit uns weitergeht, vor allen Dingen in Spanien, dann abonniert doch gerne unseren Kanal. Ja, beides würde uns sehr, sehr freuen. Und damit sagen wir viele liebe Grüße aus der Ferne und bis zum nächsten Mal.